Ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Heute gibt es Mini-Maultaschen in Pilzrahm. Richtig lecker, ein klasse Mittagessen, das ruckzuck fertig ist. Man braucht nicht viele Zutaten und ich würde sagen, lasst uns schnell loslegen. Viel Spaß beim Video. Dieses Mittagessen heute ist genau mein Ding. Es geht schnell. Es geht ganz einfach und schmeckt super lecker. Und wir brauchen jetzt folgende Zutaten. Die schreibe ich euch natürlich wieder alle unten in die Infobox. Dann könnt ihr sie euch ganz in Ruhe zusammenrichten. Zum einen kleine Mini-Maultaschen, Zwiebeln, Knoblauchzehen, Champignons, Sahne, Speisestärke, Wasser, etwas Sonnenblumenöl, Gewürzpaste für Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und ich nehme noch etwas Thymian und Muskatnuss. Und das war's dann auch schon. Und wir fangen an und als allererstes kommen zwei Zwiebeln, die ich geschält und geviertelt habe und zwei Knoblauchzehen in den Mixtopf und die zerkleinere ich. Deckel aufsetzen, 3 Sekunden auf der Stufe 5. So, jetzt einmal alles vom Rand mit dem Spatel runterschieben. Ein Esslöffel Sonnenblumenöl dazugeben. Und andünsten. 3 Minuten. Bei 120 Grad. Auf der Stufe 1. Ja, die Zwiebelchen und Knoblauchzehen sind schön angedünstet. Jetzt kommen 400 Gramm Champignons dazu. Ich habe jetzt braune Champignons gewählt, ihr könnt aber auch weiße nehmen. Ich habe sie gut geputzt und geviertelt. Falls euch das zu groß sein sollte, könnt ihr sie auch achteln. So, die kommen jetzt hier dazu. Dann 350 Gramm Wasser. Ein Becher Sahne, dann ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Dies ist ein anderes Rezept. Ich habe ja schon mal eine Gewürzpaste hier auf YouTube abgedreht und hochgeladen, aber dieses ist ein neues Rezept, geht noch viel einfacher, noch viel schneller. Falls ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann kommt alle auf Instagram rüber. Dort habe ich euch ein Reel abgedreht und zeige euch, wie super schnell und einfach diese Gewürzpaste für Gemüsebrühe geht. Also wenn ihr es wissen wollt, einfach rüberhüpfen und mir auch auf Instagram folgen. Und davon kommt jetzt, wie gesagt, ein gehäufter Teelöffel dazu, ein halber Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Ich teste gerade einen neuen Pfeffer und zwar ist der von Pfeffersack und Söhne. Das ist eine Gewürzmanufaktur aus Koblenz. Die hat mich gefragt, ob ich ein paar Gewürze testen möchte. Da bin ich gerade dabei und werde euch auf dem Laufenden halten. Ich mache jetzt den Viertel Teelöffel Pfeffer einfach mit meiner Pfeffermühle, kennt ihr schon von mir. Pi mal Daumen per Augenmaß. Dann gebe ich einen flachen Teelöffel getrockneten Thymian dazu. Eine Prise Muskat. Und 20 Gramm Speisestärke. Die habe ich mir vorhin schon abgewogen. So, jetzt setze ich den Deckel einmal auf, nehme aber den kleinen Messbecherdeckel ab, weil ich jetzt mir meinen Varoma aufsetze und 500 Gramm Mini-Maultaschen, Suppenmaultäschchen einwiege. Das habe ich hier schon gemacht, ihr seht es. Ich habe in meinen Varoma und im Varoma-Einlegeboden insgesamt 500 Gramm Suppenmaultäschchen verteilt. Achtet darauf, dass ein paar Schlitze frei bleiben, damit der Dampf richtig gut durchkommen kann. Varoma setze ich auf, Deckel auch noch drauf. Und jetzt gare ich das Ganze 20 Minuten bei Varoma mit Linkslauf auf der Stufe 1. Jetzt nur noch den Varoma abnehmen.
park mal kurz meine Maultäschchen hier und die leckere Pilzrahmsoße testen, abschmecken, schauen, ob mir vielleicht noch ein bisschen Würze fehlt. Mhm. Mir fehlt natürlich ein bisschen Salz. Also schmeckt es einfach nach eurem Geschmack ab. Der eine mag es ja lieber ein bisschen deftiger, der andere ein bisschen milder. Ich gebe auch noch von dem Pfeffer dazu und rühre jetzt einmal kurz mit dem Spatel durch. Es ist ja immer alles Geschmackssache. Wem es zu lasch ist, der kann auch noch etwas von der Gewürzpaste dazu geben. Also wie gesagt, schmeckt es da wirklich nach eurem Geschmack ab. Mhm. Was so eine Prise Salz halt ausmacht, ne? So, ja, und jetzt können wir eigentlich schon anrichten. Ich zeige euch mal die leckere Pilzrahmsoße, also wirklich richtig, richtig cremig. Man braucht meiner Meinung nach nicht nochmal nachdicken oder andicken. Ich finde sie so genau richtig. Wie gesagt, ich werde jetzt einen schönen Teller richten und euch dann noch mal kurz einblenden, wie das Ganze aussieht. Ja, mein Lieben, und hier haben wir das fertige Endergebnis. So sehen jetzt die Mini-Maultaschen im Pilzrahmen aus. Richtig, richtig lecker. Könnt ihr auch richtig gut vorbereiten und dann abends nur noch mal kurz in die Mikrowelle stellen und aufwärmen. Ja, mein Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!